Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge, Satinas Ketten. Ja, oh, pardon. Ich trinke kurz einen Tee. So, ja, in der letzten Aufnahme haben wir dem Harm. Huch, was ist los? Ach, klar, sie wirft jemand ins Meer. Das Zeug juckt tatsächlich. Alles klar. Hier werden Schiffe vertäut. Okay. Gut. Was mache ich damit hier? Ach, alles klar. Ich kann die vielleicht dem Harm geben und dann wird er wieder gesund. Ich weiß nicht, ob ihm das was bringt. Ah, ich kann hier rein oder was? Nee. Ich kann gar nicht durchs Fenster rein. Okay, ich dachte, das bringt irgendwas, aber kann ich nicht. Was hältst du davon hier? So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Okay. So wie die Botin gezetert. Kann ich das vielleicht durch das Loch reinwerfen? Moment. Ist es auf ihm landet, so nach dem Motto? Ich komme nicht ran. Falls das Schiff. Kann Nuri sich schon mal reinsetzen in das Beiboot? Das wäre natürlich auch eine Option, ob Nuri sich reinsetzen kann und das dann reinwerfen kann von draußen. Dass der Typ vielleicht denkt, er wird angegriffen oder was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Ich kann es ja auch nicht sagen. Nuri! Schätzchen, komm mal her. Sag mal, Nuri. Und sie steigt auf. Geh doch mal in das Beiboot am großen Schiff. Willst du mit mir schaukeln? Nein, ich will nur, dass du dich ins Beiboot setzt. Ich krieg dich doch noch zum Schaukeln. Wir schaukeln, Nuri, wenn das alles vorbei ist, okay? Ich wurde das mal gerade nebenbei meinem Tee, den ich jetzt trinke. So. Und wir begeben uns jetzt. Jetzt können wir, glaube ich, die Nuri hochziehen. Die Frage ist, ob wir ihr vorher noch was geben müssen. Deswegen gucke ich noch mal kurz zu ihr, bevor ich sie dann hochziehe zum Fenster. Nuri, Sag hallo. mal, Nuri. Nee, okay. Bin gleich zurück. Gut, du Eckersteiner, da wollte ich gar nicht hin. Zurück. Ach klar, ich gebe das Zeug Nuri. Und dann kann er mich natürlich nicht kontrollieren, wenn ich rausgehe. So, Kurbel. Genau. Moment. Warum ist Nuri keine Kleine? Dann könnte. Das Schiff scheint schon einig. Genug frische Luft. Wenn du das sagst. Vor der Hafentaverne grölen immer noch die betrunkenen Seefahrer. Okay, bringt mir irgendwie nicht viel gerade. Ach, alles klar. Jetzt ist es natürlich laut hier drin. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Kann ich eventuell. Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist.
Euer Lebertran. Danke. Was ist das? Es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus. Verfluchter Sumpf. Alles klar. Zu riskant. Aber Nuri kann vielleicht... Moment. Ach, können wir Nuri vielleicht aufs Boot holen, dass Nuri die Winde bedient dann? Moment. Nuri? Nee. Wie unser Fahnenmast auf dem Bock, nur andersrum. Okay, Moment, stopp, zurück. So, noch hoch. Und nochmal hoch, nochmal hoch, komm schon. Nuri. Nanu? Nein. Sie ist das fleischgewordene Chaos. Aber Scherben kann sie nicht ausstehen. Okay. Hä? Alles klar, dann nimmt uns also sofort alles ab. Egal was wir machen, dann nimmt uns einfach sofort alles wieder ab. Und buxiert es wieder hier rein. Ohne uns aber Stress zu machen dabei, okay. Leer, aber schönes Holz. Allein diese vollgewachste Schale muss Dukaten wert sein. Okay, kann ich eventuell... Kerze durchs Loch werfen? Das ist keine Hilfe. Kerze durchs Fenster? Natürlich nicht. Warum wirfst du es nicht einfach aus dem Fenster? Alles klar, okay. Nicht sehr. Puh. Einen Schritt weiter, aber an den Schlüssel komme ich immer noch nicht. Vielleicht muss er auf uns schießen oder sowas in der Art. Ehrenwerter Harm? Ja? Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Okay. An der Klappe sind Warnglöckchen. Kann ich die Glöckchen eventuell... Ach was. Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße, klingeln sie nicht mehr. Okay, das heißt, ich müsste theoretisch die... Ah, das Feuerzeug. Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße... Harms größter Schatz ist im Bauch eines Wals versteckt. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, der Schlüssel fehlt also noch dazu. Der Schlüssel zum Glück. Ich versuche mal mit Nuri zu reden, während sie da oben ist. Mein Arm ist zu kurz. Natürlich ist dein Arm zu kurz. Fex sei Dank. Leer, aber schönes Holz. Okay, Nuri. Sag mal, Nuri... Ja genau, wir sind auf einmal neben mir wieder. Bin gleich zurück. Okay, alles klar. Wir sind aber mal neben mir gewesen. Versteht sich natürlich von selbst. Dann lassen wir sie mal wieder runter.
und probiere mal. Zu ihr zu gehen. Das Kästchen verlieren wir nicht mehr, ne? Ne, okay. Sag mal, Nuri. Nuri, hallo. Du kannst wieder aussteigen. Na gut. War eh langweilig. Ich hoffe, sie bleibt jetzt hier. Falls das Schiff ablegt. Okay, ja klar. Nuri. Sag mal. Okay. Bin gleich zurück. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt mit Nuri? Nein, was soll das auch bringen? Du gibst es wieder, damit sie... Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot ver... Ich versuche sie nochmal ins Beiboot zu schicken. Kannst du... Ich weiß nicht, was es jetzt genau bringen soll. Ich gebe mich nochmal zu diesem Herrn hier. Oder kann ich ins Beiboot direkt einsteigen? Ich brauche noch einen Kompass. Puh. Kann ich direkt ins Beiboot steigen jetzt? Das habe ich ja gar nicht probiert. Falls das Schiff ablegt. Nee, es geht nicht, okay. Ungewöhnliche Kon- aber was? Das Schiff. Ich frage mich auch, was dieses Loch zu bedeuten hat. Aber na gut. Wenn ich mit diesem Anker nach dem Schlüssel angle, sieht Harm das. Es sei denn, ich lenke ihn ab. Aber dann kann ich nicht gleichzeitig angeln. Ich brauche einen verlässlichen Gehilfen. Oder Nuri? Ja, aber wie will ich ihn denn mit Nuri ablenken? Dazu müsste Nuri ja irgendwie... Ach, alles klar, Moment. Wenn die vor den Fenstern ist, dann guckt Harm vielleicht aus den Fenstern raus und fragt sich, was der Scheiß soll. Zu hoch? Das ist wahrscheinlich zu tief. Ich probier's mal so. Einfach mal probieren. Kann ich jetzt hier drüben... Nee, das bringt mir nichts. Okay, gut. Dann probier ich's nochmal, wenn ich sie ganz runterbringe. Dann kann ich da mal versuchen, mit dir zu reden. Vielleicht habe ich jetzt auch eine neue Gesprächsoption, weil er jetzt ja weiß. Oder jetzt Nuri als Gehilfe nutzen möchte. So, Nuri, nochmal ganz nach unten mit dir. Flupp. Blöd an der Sache, wenn wir Nuri jetzt als Köder nutzen, dass Nuri dann was passieren könnte, das ist auch doof. Erstmal kurz mit Nuri wieder reden. So. Komm mal her. Sag mal, Nuri. Kannst du mal ein bisschen... Bin gleich zurück. Natürlich kann sie nicht. Auch jetzt haben wir keine neue Option. Ehrenwerter Herr. Ja? Da ist eine Frau im Boot bei Ihnen. Ruft nach mir. Harm nutzt den versteinernden Blick des Monsters für seine Geschäfte. Aber offenbar findet er keinen Weg, die Kreatur zu überwinden. Alles klar. Am besten störe ich ihn nicht weiter. Okay. Fischernetz, Krete. Die Grete sieht aus wie Harms Schlüssel.
So schwer kann Fischefang nicht sein. Bestimmt leichter als Vogelfang. Wie tue ich... Nori angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Okay. Das heißt, wir geben ihn jetzt doch Nori. Nach endlosen Debakeln und Debasken. Gut, dann Nori, komm mal her. Stimmt, Nori wird ja von ihm nicht gesehen, wenn wir mit ihm reden. Sag mal, Nori. Ach Quatsch, Ende. Bin gleich. Ich hätte sie wahrscheinlich anklicken müssen damit. So, komm her. Du musst mir helfen. Siehst du das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel. Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Gut. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot. Ich hoffe, Nori nimmt sich das zur Warnung, dass sie uns töten könnte. Ach Quatsch. Moment. Nori hochbringen wäre vielleicht ganz intelligent. So, sie muss also durchs obere Loch. Also... Ist einmal perfekt. Okay, gut. Okay. Ehrenwerter Harm? Ja? Darf ich euch eine Frage stellen, ehrenwerter Kaufmann? Wenn es denn sein muss... Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch, aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod übrig. Noch etwas? Ja, was ist das für ein Leiden, das ihr habt? Ich sterbe. Die Quacksalber sagen es mir nicht. Verkaufen mir Kuren, die einer Katze das Fell abfaulen lassen. Aber mir machen sie nichts vor. Du hörst den Tod, wenn er naht. Mit dem ehrbaren Effendi Harm geht es zu Ende. War es das jetzt? Letzte Frage. Eine letzte Frage noch. Das will ich noch vor. Habt ihr Menander Goswin getötet? What? Nicht eigenhändig. Du hast ihn gekannt? War er etwa dein Vater? Ist das ein Rachefeldzug? Nein. Der Alte war ein Säufer. Er wurde zu einer Gefahr für unsere Queste. Boron weiß, er hätte auch sonst kein Jahr mehr durchgehalten. Und jetzt lass mich in Ruhe. Er hat es uns verraten, wow, okay. Ich bin schockiert. So. Danke dir, Nori. Ich lass dich mal kurz runter wieder. Runter. Und begebe mich ebenfalls nach unten. Lalalalala. Und da hat es geklappt. Und wir haben sogar noch die Information vom Harm. Ich glaube, beleidigen wäre nach hinten losgegangen. Sag mal, nur... Und? Hast du den Schlüssel? Ja, hier ist er. Was hast du jetzt vor? Irgendwie muss ich mit dem Schlüssel an dem Glatzkopf vorbeikommen. Nimm ihn doch einfach in den Mund. Was? Versteck den Schlüssel unter der Zunge. Da guckt doch keiner nach. Warum eigentlich nicht? Okay. Bin gleich zurück. Fischgrätenschlüssel. Ein Schlüssel in Form einer Fischgräte. Reichtum bringt die Menschen auf sonderbare Ideen. Ja, ich dachte, ich soll ihn in den Mund nehmen. Okay, ich gehe aber mal an Bord.
Nehme ihn in den Mund, hoffe ich mal. Anscheinend habe ich ihn im Mund genommen. Ganz vorsichtig. Das Prisma. Ich habe es, aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Ganz einfach, mein Lieber. Prisma. Achso, okay. Der Tunnel ist wieder hier. Prisma, Holzkästchen. Das Prisma passt genau hinein. Und Holzkästchen. Flupp. Was? Jetzt werfen diese Säufer schon mit Flaschen. Oh, wie ich den Norden satt habe. Okay. Gerade noch so gut gegangen alles. Ja. Und was wir jetzt mit dem Prisma machen, meine lieben Damen und Herren, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, denn für heute ist die Sendezeit schon wieder vorbei. Und ja, bis morgen dann. Ja, tschüss. Ach, so. Prisma geholt. Fex sei Dank. Endlich.